Du weißt nie, wie glücklich du bist, wenn du ein perfektes Leben lebst. Those Who Remain möchte in dieselbe Kerbe schlagen wie Horrorhits à la Alan Wake oder Silent Hill. Gleichzeitig muss der Indie-Titel aber versuchen, mit weitaus weniger Mitteln das große Fürchten zu lernen. Serviert werden soll intensiver Grusel, eine intelligente Geschichte und ein zermürbender Blick in die Tiefen der menschlichen Psychologie rund um moralische Fragen. Warum das nicht wirklich gut funktioniert, klären wir in diesem Testvideo. Vielleicht ist es an der Zeit, es zu beenden. Ich ertrage das nicht mehr. Die Handlung von Those Who Remain fokussiert sich auf den Protagonisten Edward, der anscheinend trotz Familie eine geheime Liebschaft mit Diane führt. Doch mit den Lügen soll endlich Schluss sein. Edward befindet sich auf dem Weg zum Golden Oak Motel am Rande der Kleinstadt Dormont, um mit Diane ein klärendes Gespräch zu führen. Hallo? Angekommen beim Motel muss Edward aber feststellen, dass er vollkommen auf sich alleine gestellt ist. An der Rezeption gibt es niemanden, der ihn empfängt, und selbst im von Diane gemieteten Zimmer ist kein Mensch auffindbar. Jegliches Leben scheint wie vom Erdboden verschluckt. Durch diverse Dokumente, wie Zeitungsberichte und einen klischeehaften Telefonanruf, erfahren wir schrittweise, dass in Dormont mysteriöse Verschwinden für Panik sorgen. Als wäre das nicht schon genug, entdeckt Edward kurz danach auch noch gefährliche Wesen mit glühenden Augen, die jeden seiner Schritte aus der Dunkelheit beobachten. Aus diesen übernatürlichen Beobachtern, den vielen Verschwinden in Dormont, besonders dem Fall eines 13-jährigen Mädchens und der eigenen düsteren Vergangenheit von Edward, möchte Camel 101 eine spannende Handlung rund um moralische Fragen stricken. Während dem Verlauf können wir auch ethische Entscheidungen treffen, die in drei verschiedene Enden münden. Während der circa 6-stündigen Spielzeit werden wir aber das Gefühl nicht los, die Entwickler hätten während dem Schreibeprozess immer neue Ideen in den Kochtopf geworfen und dabei viel zu häufig auf Logik verzichtet. Die Geschichte ist kein Schuss in den Ofen, wirklich überzeugen kann sie aber auch nicht. Die großen Probleme von Those Who Remain finden sich aber mehr beim Gameplay. Der Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist, durch Schatten versperrte Passagen mit Licht für uns zugänglich zu machen und so in den nächsten Abschnitt zu gelangen. Zusätzlich gibt es eine Parallelwelt, in der Gravitation keine Rolle zu spielen scheint. Dabei muss nur wenig nachgedacht werden und die Puzzles lassen sich meist sehr banal lösen. Andrea, das Foto ist von dem Tag, als wir uns kennenlernten. 2 Jahre später haben wir geheiratet. Mal ist des Rätsels Lösung eine festliche Lichterkette, die wir an den Strom anstöpseln müssen. An anderer Stelle sind wir angewiesen auf die Scheinwerfer eines Fahrzeugs. Jedoch scheint jenes wie von Geisterhand versperrt. Praktisch, dass sich sofort eine Passage in die Parallelwelt öffnet, in der wir das Auto mit einer Herbizidpumpe von hartnäckigem Efeu befreien können. Noch praktischer ist, dass sich diese Pumpe gleich neben dem Auto befindet. Alles ganz nach dem Motto, manchmal ist die Lösung genau vor deiner Nase. Doch wer jetzt denkt, Those Who Remain ist ein sehr einfaches Spiel, der liegt falsch. Denn der Anspruch variiert ohne triftigen Grund. Scheiße, was zum Teufel ist denn das? Immer wieder werden wir zum Beispiel von einem Monster heimgesucht, welches einen dicken Scheinwerfer im Gesicht trägt. Nur logisch erscheint uns beim ersten Aufeinandertreffen, dass dieser wichtig für unser Vorankommen ist. Leider falsch gedacht. Viel zu oft verlangt Those Who Remain eine Lösung, auf die man nur kommt, indem man auf abstruse Art die Umgebung absucht. Hinzu kommt noch, dass sich das gesamte Gameplay altbacken anfühlt, so als wäre es für ein nicht wirklich kreatives Spiel aus dem Jahre 2003 konzipiert. Sie haben Angst. Was wollt ihr? Sehr früh im Abenteuer erlangen wir zudem ein Feuerzeug, welches tatsächlich kurz das Gefühl aufkommen lässt, die folgenden Spielstunden könnten aufregender und interessanter gestaltet sein. Jedoch, einen Ladebildschirm später ist dieses einfach verschwunden. Darauf folgt der knappe Kommentar von Edward, er hätte es vielleicht aus Versehen fallen lassen. Oh, hi. Ich dachte schon, du wärst eine von denen. Wer bist du? Ein weiteres Problem ist, dass wir uns nie wirklich in einer Gefahrensituation wiederfinden.
Die Beobachter aus dem Schatten, die eigentlich viel Potenzial hätten, verlieren bereits in den ersten Spielminuten vollkommen ihren Grusel. Die mit leuchtenden Augen geschmückten Silhouetten bewegen sich nämlich keinen Millimeter und werden nur zum tödlichen Feind, wenn wir mitten in sie hineinrennen. Natürlich gibt es auch andere Gegnertypen, wie den bereits erwähnten Scheinwerfer auf zwei Beinen oder eine alte schaurige Frau, die Mutter genannt wird. Die haben zwar auch Potenzial, das oft unfaire Game Design macht der aufkommenden Stimmung aber schnell einen Strich durch die Rechnung. Das wäre alles noch als ganz akzeptables Spiel abzustempeln, wäre da nicht die technische Umsetzung, die besonders auf den Konsolen enttäuscht. Die Lichteffekte sind zwar in Ordnung und es gibt durchaus einige Kulissen, die grafisch ansprechend gestaltet sind. In den meisten Fällen ist die Umgebung aber ein viel zu dunkler Batzen mit zu starken Kontrasten, in dem jedes Detail verblasst. Ein weiteres Problem sind die sehr holprigen Bewegungen der Figuren, die besonders den Monstern schaden. Auch in anderen Bereichen verpasst es Camel 101 Chancen wirklich zu nutzen. Die vielen Dokumente, die man im Verlauf findet, sind zwar solide geschrieben, die Übersetzung ins Deutsche fühlt sich aber oft so an, als hätte ein Praktikant die Texte kurz durch den Google Translator gejagt. Komm nicht an den Türgriff heran. Somehow this feels too heavy. Die Vertonung ist eigentlich solide, wechselt aber oft schlagartig zwischen deutscher Übersetzung und englischem Original. Wer sich also dazu entscheidet, Those Who Remain auf Deutsch zu spielen, der muss mit einem starken Qualitätsverlust rechnen. Die musikalische Untermalung ist hingegen recht ordentlich, kann den Karren aber auch nicht mehr aus dem Dreck ziehen. Wir hoffen, das Team von Camel 101 lernt aus den Fehlern und präsentiert in der Zukunft ein Spiel, welches noch mehr auf erkennbaren Qualitäten aufbaut. Das Talent ist nämlich ganz sicher da. Was haltet ihr von Those Who Remain? Könnt ihr dem Indie-Horror etwas abgewinnen? Schreibt es uns in die Kommentare und besucht pcgames.de für alle Infos zu aktuellen Themen wie PS5 und Co.